Bereits heute sind rund 200 Unternehmen, darunter Recyclingfirmen, Systemhäuser, Planungsbüros sowie Metallbauer, Mitglied im AUF und beteiligen sich aktiv am verantwortungsvollen Umgang mit dem Wertstoff Aluminium. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, dass mein Aluminium nicht nach China transportiert wird, sondern möglichst einen wirtschaftlichen und kurzen Weg zum neuen Aluminiumprodukt, vielleicht zum neuen Aluminiumfenster nimmt. Dazu sammeln vom AUF zertifizierte Umweltpartner das Aluminium deutschlandweit ein. In einem speziell entwickelten Verfahren wird das Aluminium sortenrein von Fremdstoffen getrennt und anschließend geschreddert. Aus den geschredderten Alu-Wertstoffen werden wieder neue Pressbolzen für Aluminiumprofile gegossen. Das ist gleichermaßen ökologisch wie auch ökonomisch sinnvoll. Unser Wunsch ist natürlich, dass nachhaltiges Bauen zur Selbstverständlichkeit wird, dass wir rauskommen aus dieser ewigen Diskussion, Nachhaltigkeit wäre teuer, sondern dass es wirklich ernsthaft betrieben wird und dass auch die Chancen, die damit eigentlich einhergehen, intensiver genutzt werden.